hätten Sie schon den Karthäuser Kniggebein schön. Man nehme ein Glas Karthäuser-Likör und wer viel Durst hat, der nehme etwas mehr. Und dann ein Ei, schlag es in zwei und rühr das Ganze zu Brei. Rum, Gin, Whisky, Wodka, Cognac dazu, schütteln Sie es kräftig und Sie haben im Nu Karthäuser-Kniggebein-Shake. Karthäuser-Kniggebein-Shake. Nur einen Fehler hat das Ganze, das ist zu dumm. Schon beim zweiten Glas, da haut's einen um. Das macht der Kniggebein-Shake. Kartäuser, Kniggebein-Shake. Glauben Sie mir, dieser Mix ist einwandfrei. Der allerletzte Schrei. Ja! Erst unlängst erfuhr ein Mann in Trabant mit 180 verrückt übers Land. Ein Polizist, der hielt ihn an und sprach sehr streng zu dem Mann. Hey, Sie, hauchen Sie mich bitte mal an. Und doch der Fahrer lächelte und sagte spontan, ich fahr mit Kniggebein-Shake. Kartäuser, Kniggebein-Shake. Nur einen Fehler hat die Mischung eventuell schon im zweiten Gang. Da fährt man so schnell, das macht der Kniggebein-Shake. Kartäuser, Kniggebein-Shake. Glauben Sie mir, dieser Mix ist einwandfrei, der allerletzte Schrei. Und hier einige Meldungen aus den neuesten Nachrichten des Internationalen Trinkerverbandes. Karthäuser Kniggebein-Shake brachte beim letzten Derby den Vorjahressieger Drunk auf die Disqualifikationsliste, weil er dem Pferdefutter eine gehörige Portion Kniggebein-Shake beigemengt hatte. Das Pferd befindet sich immer noch im Galopp und soll zuletzt schwimmend in der Nähe der Bahama-Inseln gesehen worden sein. Und hier, wie aus medizinischen Kreisen verlautet, wird erwogen, Karthäuser Kniggebein-Shake in das Gesundheitsprogramm als eine Art Schluckimpfung aufzunehmen. Die so Geimpften sollen alkoholische Exzesse besser überstehen. Und im Annoncenteil, tausche sonniges Zimmer in Trinkerheilanstalt gegen Platz an der Theke. Zuschriften unter Kniggebein-Shake erbeten. Das macht der Kniggebein-Shake. Karthäuser Kniggebein-Shake. Nur einen Fehler hat das Ganze und das ist schön. Wer erst weiß, wie es schmeckt, kann nicht widerstehen. Das macht der Kniggebein-Shake. Kartäuser, Kniggebein-Shake. Glauben Sie mir, dieser Mix ist einwandfrei. Der allerletzte Schrei, ja. Und wer ihn trinkt, ist im siebenten Himmel. Tanzt, bis die Schuhsohle rau. Mit rosaner Brille zählt er die Promille, weil die Statistik das braucht. Das macht der Kniggebein-Shake. Karthäuser Kniggebein-Shake. Glauben Sie mir, diese Mischung ist nicht verkehrt, doch das dritte Glas verträgt doch kein Pferd. Das macht der Kniggebein-Shake. Karthäuser Kniggebein-Shake. Trinken Sie ihn selten oder überhaupt, nur wenn's Ihr Arzt erlaubt. Ja, das war doch der Karthäuser Kniggebein-Shake. Wie schade, wie schade.